Ja, liebe Leute, was eine Aufregung in der letzten Folge. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go Pikachu. Wir sind heute wieder am Start mit der Siegestraße und wir wollen jetzt hier weitermachen. Sehr schön. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Ja, das ist schön, dass diese junge Dame unsere Pokémon und so weit wieder heilt und wir jetzt gleich weitermachen können. Und wir haben noch eine weitere TM für uns, nämlich die TM 51 Blizzard. Das ist gut. Ja, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir uns das legendäre Pokémon Lavados gegönnt. Es hat uns aber tatsächlich extrem aufgeregt. What the fuck, Alter? Was war mit diesem Pokémon los? 100, über 100 Bälle, 150, 200 Bälle, keine Ahnung, wie auch immer. Es hat uns alle weggefressen, aber dann am Ende ist es in einem Pokéball verschwunden. So, okay, es geht langsam der Siegestraße auf jeden Fall dem Ende zu. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und diese junge Dame möchte uns zeigen, dass es immer jemanden Besseren gibt als man selbst. Ob es diese junge Dame ist, das werden wir dann auf jeden Fall sehen jetzt. Mal gucken. Ja, sorry, dass ich in der letzten Folge ein bisschen, ja, pissed geworden bin, im wahrsten Sinne des Wortes, weil, ich musste. Es nervte mich dann wirklich. Es hat mir sämtliche Pokebälle und sämtliche Hyperbälle und Superbälle gefressen. Aber dann am Ende ist es dann doch, ich weiß nicht, wie gesagt, über 200 Bälle müsste es gewesen sein. Ich habe meine ganzen Superbälle weggehauen. Also ja, scheiße, wir haben dieses Pokémon sicher. Und das war das erste von vier legendären Pokémon, das uns hier ins Netz gegangen ist, definitiv. Ich muss auf jeden Fall eine neue Pokébälle kaufen, beziehungsweise Hyperbälle kaufen. So, erstmal haben wir dieses Rossana hier besiegt und das nächste Pokémon ist ein Arcani. Und wir setzen mit Pikachu Donner ein und mit Hypno die Psychokinese. Also Donner trifft auf jeden Fall erstmal. Und der setzt Flammenblitz ein. So. Während jetzt das Arcani gekillt wird, hole ich kurz mal meinen USB-Stick. Bin sofort wieder da. Jo, ich bin ja am Aufnehmen hier gerade, deswegen kann ich, glaube ich, nicht gerade nebenbei schneiden. Oder kriege ich das? Wird er mir das jetzt zulassen, dass ich jetzt tatsächlich den USB-Stick in anderes in einen anderen Slot setze? Dass ich hier tatsächlich nebenbei noch schneiden kann? Kann ich jetzt gerade mal gucken. Ja. Das ist gut, warte mal. Ich muss kurz, das dauert jetzt gerade noch einen Moment. Weil dann kann ich nämlich direkt anfangen, die nächste Folge zu schneiden. Während ich hier aufnehme mit Dirt 4 nämlich. Die Folge, die heute Morgen rausgekommen ist. So, warte mal. Ich kill kurz dieses Kolbert nebenbei schon noch. So, einmal Donnerblitz und dann drauf. So, besiegt. Und dieser Astrainer ist besiegt auf jeden Fall. Ah, Beutel. Medizintasche und den Hypertrank. Ich brauche Hypertrank auf jeden Fall und Hyperbälle. So. Okay, okay.
Ich will dieses Item haben. Oder so diese goldenen Nana-Bären, die will ich haben. Ich glaube, so viele Trainer haben wir nämlich nicht mehr. Ich glaube, das dürfte jetzt fast die letzte schon sein. Oder vorletzte. Ich glaube, das machen wir durch. So. Kommt er mit einem Elektroball auf jeden Fall. Mit vier Pokémon, das ist definitiv alles andere als einfach. Ich habe Sichlor jetzt gerade noch dazu geholt. So, dann muss ich also Durchbruch reinballern und Pokémon wechseln auf jeden Fall. Auf Arcanine nicht. Pokémon auf Miguel gehen. Weil das kann auf jeden Fall Schaufler. Und der setzt auf jeden Fall Donner ein. Ich vermute, dass das Afakani bringt jetzt. Weil damit hat er sich Leute gekillt. So, dann mal weiter. Oder ja, Durchbruch von Miguel. Cordis ist relativ gut wegstecken und setzt jetzt mit Flammenwurf. Ich glaube, diesem Elektroball ein ziemliches Ende. So, warte mal, ich muss jetzt gerade gucken. Okay, dann. Moment, ich muss das kurz eben klar machen hier. So. Wunderbar. Okay, läuft. So, Rizeros ist das nächste Pokémon. Jetzt kann ich weiter. Jetzt bin ich wieder voll für euch da. Schaufler. Haben wir einen Durchbruch auf Rizeros. Auf die Nase. Und Miguel ist weg. Das ist natürlich alles anders einfach blöd gewesen. Aber ich habe ja mein ich habe ja noch Quapo. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, dann kriegst du nochmal einen Durchbruch drauf. Und du kriegst noch einmal die Kaskade hinterher. Tschüss, aber ich setze Kaskade ein und damit bin ich erstmal raus aus der Sache. Gott sei Dank. Sichlor erreicht 35. Und er setzt jetzt als nächstes Pokémon Tauboss ein. So, und Steinhagel. Ist das Pokémon auch down? Tauboss ist auch erledigt. Das war, glaube ich, nochmal 3 oder so von ihm. Und jetzt ist ein Kingler rein. Und nochmal Durchbruch. Hinterher. So, damit müsste auch das mit dem Thema Kingler erledigt sein. Ja. Und das war's. Donnerblitz killt es.
Okay, Glass Town. Wunderbar. Dieser Trainer ist besiegt. Also er war auch nicht ohne, definitiv. So, wir haben, glaube ich, nur noch einen Trainer. Und das ist, glaube ich, nur noch ein Trainer-Coach. So, Miguel wieder holen. Wobei ich jetzt, glaube ich, sicher rausnehme wieder. Und Golbert dafür zurückhole. Was war das? Ich glaube, das sogar ein ziemlich. Da hätte ich zwei Feuer-Pokémon, ne? Aber dann nicht ein Legi im Team. Komm, machen's. Wir setzen mal ein Legi ins Team. Komm. Jetzt aus Level 46. So, Miguel. Ist ja auch eine Idee. Ein Rizeros. Dann hätte ich nämlich ein. Dann hätte ich ein gutes Boden-Pokémon. Ja, machen wir das so. Dann setzen wir Miguel. Nehmen wir Miguel tatsächlich das erste Mal aus dem Team. Beutel-Team. Warte mal, ich muss jetzt wieder mein Team ein bisschen umbauen. Name ändern. Das wird wieder der gute... Oh, war mir klar, dass das so passiert. So. Machen wir mal ein bisschen unser Teamchen um. Muss eh in der Attacken wieder anpassen. So, und Riz, du gehst dann auf Name ändern und Miguel. So, Team, Beutel, so, da muss ich nochmal den TM anpassen. Fangen wir an damit. Schaufler, Rizeros. Ja, ich habe ja dann wieder ein bisschen... Ich kann Feuersturm und so, kann ich egal, alle aber das bringen. So, Steinbruch, Schaufler, Schlagbohrer, Käferfehler, dann nehmen wir mal Bodycheck raus, das ist auf jeden Fall klar. Steinhagel rein. Für Steinwurf auf jeden Fall. So, Feuerschlag, okay, Flammenwurf, dann... Ach, ich glaube, das kann Flammenwurf schon, okay. Aber Feuersturm kann es nicht. Gut, dann kriegst du nämlich noch eine Feuerattacke hinterher und eine Flugattacke auf jeden Fall auch. Einmal Agilität rein und gar nicht mehr so schlecht das Moveset von Lavados, wenn ich mal so ehrlich bin, ich mir jetzt gerade mal angucke. Schlaghunger, Kraftkoloss. Dann nehme ich deinen Nagel hier raus, weil ich habe ja dann Kizoros. So, Blizzard, Zahltag, Schlagbohrer, Erdbeben. Na, Erdbeben auf jeden Fall rein ins Moveset. Das ist klar. Stärke 80, Genauigkeit 95, 100. Dann nehme ich Schlagbohrer raus. So. Okay, dann haben wir soweit alles drin, was ich haben will. Jetzt, ich würde gerne noch die. Okay. Aber Fliegen würde ich gerne noch reintun für die TM. TM, fliegen, fliegen, fliegen. Feuersturm, Hitzewelle. Hm. 75. Ja, das ist nur
Ja, immer fliegen für Luftschnitt, definitiv. So, gut. Dann müsste das Team eigentlich mittlerweile wieder so weit auf dem Damm bleiben sein. Ja. Wunderbar. Okay, dann geht's weiter. So, also okay. Ich glaube, da müssen wir eh nochmal hier runter. Weil wir müssen ja das letzte Ding ein Puzzlestück setzen. Weil dann haben wir nicht viele Trainer mehr. Ich muss mal kurz gucken, wo das... Ja, das ist auf der oberen Seite. Okay, dann brauchen wir nur durchzuschieben. Weil dann ist nämlich das letzte Puzzlestück da. Ja, ich sag ja, zwischendurch baue ich mein Team auch mal gerne ein bisschen um. Klar, ist Arcani ein Pokémon, was durchaus gar nicht mal so schlecht ist. Was eigentlich ein gutes Hammer-Pokémon ist, aber wenn ich ehrlich bin, kann man auch mit Labrador ein bisschen. Mit Labrador und Rizeros haben wir zwei Pokémon, die auf jeden Fall auch durchaus mal draufhauen können. Ich bin immer kein Fan von Legis im Team, aber ab und an wechsle ich meine Teams auch gerne mal ein bisschen durch. Und das habe ich jetzt einfach mit dem Doppelwechsel jetzt nochmal getan. Wir holen uns hier diesen nach etwas Fleckmon-artigem Aussehen. Aussehen des Typen, wie auch immer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Naja, erstmal sitzt er mit einem Schlurp. Fängt er mit einem Schlurp an. Und Pikachu und Lavados gegen Schlurp. So. Und dann du einmal drauf und Lavados mit Flammenwurf. Und Schlurp wird wahrscheinlich nicht den Hauch einer Chance haben. Nö. Aber mal überhaupt nicht. Ja, cool. Dann können wir sogar in der nächsten Folge schon mit der Siegestraße, mit der Top 4 anfangen. Gut, der setzt Onix jetzt ein. Onix könnte meinem Lava das durchaus wehtun. Pikachu. Und du setzt den Feuersturm ein gegen Onix, weil sicher ist sicher. Dass wenn Onix den Durchbruch packt, müsste der Feuersturm es tatsächlich killen. Ja, aber hallo. Tschüss, Onix. Und der letzte im Bunde ist Turtok. Turtok. Okay. Da gehe ich mit Lavados mal einmal fliegen. So, der Donner. Und damit sie mir nicht wehtut. Aber ihm tut's weh. Und damit ist das Thema schon erledigt. Ich brauche gar nicht, Lavados gar nicht hochzugehen. Sondern Turtok ist besiegt. Und Level 56 für Pikachu. Ne, 57 sogar schon für Pikachu. ...48 für Hypno. So. Da ist noch ein Trainer-Heini. Machen wir das doch, nehmen wir schnell. Und dann müsste das eigentlich sogar schon der letzte Trainer sein. Und dann müssten wir eigentlich sogar durch sein mit der Siegestraße, liebe Leute. Gut, das Lava, das hat in der letzten Folge sehr, sehr viel Kapazität gefressen. Nicht nur Pokébälle, auch Zeit und alles drum und dran. Ihr wisst, wie ich das meine. So, er fängt auf jeden Fall mit einem Rasaf an. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir kriegen wahrscheinlich auch nochmal eine vernünftige Attacke. Das heißt, wir gehen auf Donnerblitz und fliegen. Und Pikachu hat eine irre Initiative als kurz mal im Lavados. Und setzt Wutanfall ein. Auf Lavados! Oh, das tut weh. Na, tschüss.
So, mach es mal kurz eben zu klein und bis wo es irgendwie weh tut. Ja, und dieses Rasaf ist Geschichte. So, mit Garados sollten wir tatsächlich auch nicht so große Probleme haben. Das dürfte für Pikachu mit der Donnerblitzattacke mal eben kurz kein Problem sein. Das müsste eine Vielfachschwäche, Step, wie auch immer. Das Garados müsste eigentlich mit einem Schlag K.O. sein. Das ist es auch definitiv. Das Garados habe ich auch eine Weile im Team gehabt, aber dann irgendwann rausgenommen, weil ich Quappo haben wollte. So. Und der nächste. Arcani hast du jetzt noch. Okay, dann hast du wahrscheinlich noch irgendwo so einen Brocken. Ich glaube, wir kriegen schon eine Wutanfall, würde ich sagen. Ganz normal. Ich würde irgendwas immer so in die Richtung tippen. Ein Flammenblitz auf Pikachu. Okay. Aber Pikachu steht auf jeden Fall einiges weg. Das muss ich mal eben so gerade einfach mal lassen. Der packt mal eben so locker den Flammenblitz von diesem Pokémon weg. So, dann einmal kurz Donnerblitz hinterher, damit es dann wirklich auch ein paar KP verliert und wahrscheinlich dann fliegen. Fliegen wird wahrscheinlich schwierig werden. Ich glaube nicht, dass es direkt down ist. Doch. Doch, doch, doch. Und der letzte ist Tauros. Flammenwurf. Ja, man müsste das eigentlich gegessen sein. Das steckt einen weg. Einen steckt da weg und der zweite kriegt dann hinterher. Oh, jetzt flucht da einen auf. Pikachu. Pikachu ist down? Ja, gut, gegen scheiß Volltreffer. Kann ich. Du haust mein Pikachu nicht mal eben so einfach weg, liebe Tauros. Und du bist weg. Ja, ich glaube, wir kriegen jetzt wahrscheinlich den TM-Wutanfall. Ja, TM 39. Super. Gut, dann müssen wir jetzt doch nochmal Pikachu kurz einheilen. Oh, wir haben noch keinen Trainer mehr, brauchen wir Pikachu nicht heilen. Ja, das kann ich dann, brauche ich keine Tränke verballern. Und wir sind fertig mit der Siegestraße, liebe Leute. Zwei Folgen haben wir gebraucht. Naja, zweieinhalb. Der ersten Folge haben wir dann angefangen. Und das, liebe Leute, ist die Pokémon-Liga, die ihr uns dann auf jeden Fall auch in der nächsten Folge hoffentlich ein paar spannende Kämpfe. Es wird definitiv nicht einfach werden. Das ist definitiv klar. Ja, Pika Pikachu, dann mal los. Wir schaffen das. Wir holen uns die Pokémon-Liga definitiv. Und Pikachu darf wahrscheinlich sogar schon im ersten Kampf ran, nämlich gegen Lorelei, das ist klar. Aber das, ja, herzlich willkommen auf dem Indigo-Plateau. Und jetzt gehen wir rein. Heilen unsere Pokémon. Decken uns mit Tränken und allem ein. Und dann sind wir dabei, liebe Leute. Ja, ich will es mal kaufen. Kaufen, kaufen. Erstmal Hyperbälle ohne Ende kaufen, das ist klar. 580 Stücke, die kaufen locker. Wir brauchen aber Minimum. Ja, 70 werde ich auf jeden Fall jetzt mitnehmen, weil, ja, Moment. Was wollte ich noch kaufen? Hypertränke und so, ne? Wir haben nur 10. Ich glaube, wir können auch keine Top-Beleber kaufen, ne? Wir können nur Beleber kaufen, ja. Das war mir schon fast klar. Wir kaufen nochmal 60 Stück dazu. Und Top-Genesung könnte gut gebrauchen. Top-Genesung, da. Davon haben wir nämlich auch nicht viele. 28, wir geben einfach kurz unser komplettes Geld mal aus. Für alle Items. Aber wofür brauchen wir sie? Wir brauchen das Geld ja sonst nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir verkaufen können. Naja, wir haben nicht viel. Gut, dann lassen wir es so sein. Und wir heilen kurz unser Team. So, wir dann mit Pikachu
morgen in den ersten Kampf gehen, liebe Leute. Die Top 4 werden alles andere als einfach. Das ist definitiv klar. Aber ja, wer sagt, dass die Top 4 ein leichtes Spielchen werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es packen. Und ob wir das packen oder ob meine Zuversicht richtig ist, das sehen wir dann hoffentlich im nächsten Part bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu! Bis dahin und auf Wiedersehen.